Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem YouTube-Video, wo es um das mittlerweile nicht mehr ganz so neue Formel 1 24 Spiel geht. Ich mache den Direktvergleich zwischen den Fahrhilfen, also einmal komplett ohne Traktionskontrolle und dann eine Runde mit kompletter Traktionskontrolle, da das in einigen Ligen eine große Diskussion ist. Ich spiele auf der PlayStation 5. Es kann also sein, dass es vielleicht Unterschiede gibt zwischen PC und Xbox. Mein Aufnahmegerät eine PlayStation 5 und ich fahre mit einem Lenkrad. Meine genaue Ausrüstung ist in der Beschreibung zu finden. Was ich auch noch sagen möchte, ich bin kein Profifahrer. Ich fahre seit Ende des 22er Teils ohne Traktionskontrolle und ja, ich bin alles andere als ein Profi. Ich würde sagen, ich bin so der allgemeine Formel 1 Fahrer. Ich bin weit entfernt von Spitzenzeiten. Ich habe die Strecke nicht geübt. Ich bin sie einfach zweimal gefahren. Und im Video seht ihr den Direktvergleich. Und es ist leider ziemlich erschreckend. So, ihr seht also, aus dem Stehgreif habe ich meine Zeit um 1,5 Sekunden verbessert, einfach indem ich die TK auf komplett gestellt habe und einen Bleifuß aus den Kurven durchgezogen habe. Das finde ich doch ein wenig bedenklich. Es wirkt fast so, als würde der allgemeine Fahrer, der sich nicht komplett reinfuchst, da in die Spiele bestraft werden, wenn er ohne Traktionskontrolle fährt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich mit den anderen Fahrhilfen verhält. Die Bremshilfe ist natürlich komplett aus bei beiden Videos. Ich habe das ABS an bei beiden Videos und die Linie ist natürlich auch in den Kurven drin. Der einzige Unterschied ist wirklich hier die TK, die ich von ohne zu komplett umgestellt habe und meine Zeit wirklich aus dem Stehgreif verbessert habe. Ich weiß, es war keine Topzeit. Wie gesagt, ich habe die Strecke weder geübt noch irgendwie mich da reingefuchst. Ich wollte einfach wirklich nur wissen, wie ist es, wenn ich zwei Runden fahre, ohne zu üben, wie viel schneller bin ich? Weil wir bei uns in der MSFL haben bemerkt, dass die Fahrer, die mit kompletter Fahrhilfe plötzlich vorne wegziehen,
und so ein bisschen die Fahrer, die in den früheren Teilen schnell waren, die eigentlich ohne TK fahren, mit zum Teil komplett ohne Fahrhilfen, plötzlich nur noch im Mittelfeld bis sogar komplett hinten sind. Und besonders bei den Kurvenausgängen merkt man einfach, dass die Autos mit kompletter TK komplett rausbeschleunigen können, während es mit TK aus halt einfach Vorsicht benötigt, damit der Wagen stabil bleibt und sich nicht wegdreht beim Kurvenausgang. Wie seht ihr das? Was könnte Codemaster da ändern? Oder sagt ihr einfach, hey, ist ein kompletter Skill-Issue. Wie steht ihr dazu? Ich sehe die Problematik vor allem eben für Ligen, die die Fahrhilfen frei wählbar haben, wie bei uns. Und ich bin auch nicht die Einzige, die diese Tatsache jetzt bereits festgestellt hat. Ich habe es jetzt auch nur getestet, weil andere in der Liga, die sonst immer ohne TK fahren, jetzt auf komplette TK umgestellt haben, weil sie dann einfach um einiges schneller sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet vielleicht mal wieder in den Kanal. Ich mache nicht oft so solche Videos. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, euch geht's gut und dass vielleicht irgendwann ein Patch kommt, dass es so ein wenig zumindest ausgleicht mit den Fahrhilfen. Tschüssi!